Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir fast komplett 3 geschafft, aber bis auf ein Level, na, ein paar Level haben wir nur zu 100% geschafft. Also man kann sich's an der Hand abzählen, denn wir haben vieles verpasst. Also egal, wir kommen zu Sturm auf Bowser's Kühlschrank. Oh Gott, das ist das Level vom Trailer. Ah, ja. Wir müssen uns durchkämpfen. Oh Gott. Wir müssen irgendwie da auf den Zug kommen, weil ich sehe da schon schlecht. Natürlich ist cool. Nein, wieso denn? Zurück zur Karte. Das war jetzt Bug-Alarm. Ich bin klar dahin gerannt und durfte nicht rankommen. Willst du mich verarschen, Spiel? Ist klar. So, so will ich jetzt wählen. Genau. So, Mario, ich hoffe, dass du es besser machst. Denn Peach ist mir wirklich zu lahmarschig. Komm rein, Mario. Jetzt haben wir auch den Stern nämlich. So. Keine Ahnung, ob da ist. Ein Gott. Was ist denn das für hier? Ja, klasse, Mario. Echt super Aktion. Was bekommen und gleich wieder verloren. Und der zweite Stern. Gott sei Dank. Ja, klasse. Gott sei Dank kann man sich da abwehren. Wunderbar. Oh nö, jetzt kommen die Viecher wieder. Wunderbar, mit dem Katzenspiel ist extrem chillig. Also ich sieben. Muss ich bestimmt noch machen. Ja. Ja, ist klar. Noch so, noch Wünsche. Sonst noch Wünsche. Warum ist hier nichts? Ja klar, jetzt ist da hinten das Exe drin. Na toll. Na klar, ich dachte, da wird's. Leck mich doch. Ich dachte doch, da geht's. Leckt mich doch am Arsch an. Krieg den Stern nicht. Ich brauch doch hier ein Power-Up. Ey, ist das eine kranke Scheiße. Vor allem mit Mario auch. Wunderbar. Weil ich mit Mario so gut bin. Nothing. Von den allen vier Charakteren bin ich mit Mario am schlechtesten. Ohne Witz. Toll. Schön auspassen. Ja klar, wie konnte der mich treffen? Wenn ich dieses komische Scheißteil da mache. Und vor allem bei der Röhre. Ich dachte, da wird es weitergehen. Wo soll man das denn wissen, dass es da nicht weitergeht? Ich dachte, jetzt würde man da auf die andere Seite kommen. Wo soll man das wissen, bitteschön? Das ist so eine Arsche. Na, leck mich. Jetzt da rein in die Kackröhre. Boah, okay, doch darüber. Okay. Alter, wie der Tod mich da wegschießt. Ist mich verarscht, Tod. Ja. Feuerbruder, Feuerbruder. Langweilig. Natürlich, das ist nicht geil. Fick dich, stirb. Wo zum. Ey, lol, Pixel-Luigi! Seht mal auf die andere Schienenseite. Da ist Pixel-Luigi! Cool! Geiles Secret Exe. Easter Egg. Da sieht das nochmal. Geil! Okay. Oh, jetzt habe ich den. Bina, oder wie der heißt. Oh, ich sehe schon, was ich. Was macht der Bina? Wer ist jetzt der echte? Ah, die mit dem. Genau, die mit dem rosa Stern. Ja, die stirbt. Bitte mach nichts Schlimmes. Nein! Ich hab den nicht getroffen. Jetzt! Down! Yes, yes, yes! Jawoll! Wenigstens Boss geht in diesem Spiel weiter im Leben. Alter, good job. Phew. Ja, wir haben den Stempel leider nicht. Ich weiß aber, wo er ist.
Ein geiles Easter Egg mit dem Pixel Luigi. Cool. Also, Mario hat sich doch besser geschlagen, als ich dachte. Ja, leider ohne Power-Ups ins Ziel gegangen. Aber trotzdem am Ende Good Job von Mario. Und wir haben damit das Castle geschafft. Wunderbar. Damit haben wir Welt 3 fast zu 100% abgeschlossen. Nur es fehlen nur noch halt die Sterne. Und ich werde das jetzt immer zu machen mit dem Zufall. Ich habe irgendwie gemerkt, ich habe das auch beim Privatspielen gemerkt, dass das irgendwie mit den zufällig irgendwie besser ist. Peach ist zwar leichter, aber trotzdem, sie ist zu langsam. Habe ich echt gemerkt. Sie ist zwar am besten zu spielen, aber sie ist halt zu lahmarschig. Ich muss sagen, sogar mit Toad kann ich sogar ein bisschen am besten spielen. Ich finde, der lenkt sich eigentlich richtig schön. Und ja, jetzt werden wir das Spiel hier zu 100% lösen. Nur noch das Level, Buß, das Geisterhaus. Auf und ab im Gruselhaus werden wir nochmal zusammen spielen. Ich werde versuchen herauszufinden, wo 3B ist, weil wir gucken mal auf die Karte. Denn es fehlt uns nämlich noch ein Level 3B. Und das werden wir versuchen zu finden. Ich wette, es ist ein Secret Exit im Geisterhaus. Aber wo das alles ist, das seht ihr jetzt. Und wir beginnen mit 3-1. Schnee. Okay, Leute, und zwar, wie ihr seht, bin ich tot. Oh. Was macht der Asi da? Und zwar habe ich hier so einen komischen Block gefunden, damit man schwimmen kann. Also wie der Propeller Mario. Und hier befindet sich auch der Stern. Und zwar ganz am Ende des Levels. Und zwar findet man diesen, ja, Schwebeblock. Möchte ich ihn mal so nennen. Ganz am Anfang des Levels. Dort befindet er sich. Hier befindet er sich nicht. Ich glaube, man kann auch so rankommen. Moment. Nein, so kann man. Okay, man muss den Schwebeblock am Anfang des Levels finden. Und zwar befindet der sich am Anfang hinter den Bäumen, also bevor es in die erste Röhre reingeht. Dort befindet er sich. Tot. Lol. Tot. Triff halt. Genau, jetzt hat er es geschafft, der gute Tot. Und hat damit die gute Peach übertroffen. Damit haben wir dieses Level getroffen. So sieht das so schlecht aus. Wie gesagt, am Anfang des Levels befindet er sich und er muss ja eigentlich, wenn ihr das Level nochmal spielt, eigentlich nur noch durchrushen. Damit haben wir Welt 3-1 auch zu 100%. Und es kommt eine neue Lotterie. Und zu der wollen wir jetzt auch noch gleich gehen, bevor wir hier weitermachen. Tod sieht eigentlich ganz lustig aus mit Tanuki. Tanuki und, genau. Und hier Glocken Mario. Und Glocken finden wir eigentlich sehr gut. Und gewinne, gewinne, gewinne! 100 Münzen, das heißt ein neues Ab. Hurra! Ich mach das hier nicht auf Skill. Und versuche hier nicht gleich das zu schaffen. Einfach nur, weil es Spaß macht, mache ich das hier. Und ja, wir sehen uns dann als nächstes in dem Level. Hier fehlt uns ja noch der Stempel. Und der zweite Stern. Und wo der ist, den, also die zeige ich euch jetzt gleich. Das Level hasse ich ja wie die Pest. Okay, Leute, wir haben es endlich geschafft. Boah, nur noch darüber. Oder wie soll ich jetzt darüber kommen? Soll ich jetzt darüber kommen? Ich weiß, Mann. Oh, durch! Leck mich! Ja, Checkpoint! Habe ich überhaupt. Nein, ich habe den Stempel nicht. Moment. Okay, Leute, nächster Versuch, den Stempel zu bekommen. Und jetzt haben wir auch. Meine Fresse. Bitte einfach nur ins Ziel. Nein, der Stempel. Der Stern interessiert mich doch nicht. Fuck, ich beende das. Ja.
Beende dieses scheiß Level. Hey, Mann! Scheiße, Entwickler. Wir machen einfach immer weiter. Beende dieses Level. 100%. Ist das hier zu Ende? Ist das hier zu Ende? Ja! Es ist zu Ende. Es ist vorbei! Es ist vorbei! Ja! 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 Fick die Oma einfach nur. Ich hab, glaube, 6 Uhr. 6 Abskurve verloren. Ist gar nicht scheißegal, mir einfach das ist. Alter! Was für ein verdrecktes Level. Oh, da war der Pixel-Luigi wieder. Lol. Das Level haben wir, glaube ich, zu 100%. Und das Level, da fehlen uns noch 2 Sterne. Und wo die sind, das seht ihr jetzt. Eine Sekunde. Oh, bin ich froh, dass wir das Level geschafft haben. Okay, weiter geht's. Und zwar mit dem nächsten Stern. Und zwar hier in Welt 3.5, Röhrenlagune. Und zwar braucht ihr ja als erstes den... das Ding hier. Moment. Unser muss jetzt aufladen. Muss es nicht aufladen, aber jedenfalls ist hier eine brüchige Wand. Keine Ahnung, warum ich die nicht gesehen habe. Und dann könnt ihr hier was freisprengen. Und dann kommt ihr zum Stern. Mit ein paar Münzen. Hurra! Münzen, Münzen, Münzen! Money! Money! Ja, wir gehen. Tschüss. Und wo der zweite Stern ist, den zeige ich euch gleich. Moment. Okay, der dritte Stern ist ziemlich hier in der Nähe. Und zwar. Erstmal müssen wir die Assis hier killen. Dann unserer müssen wir erstmal hier die Gegner killen, vor allem die hier sind wichtig, dass ihr killt. Und dann ist hier ganz schnell hier hochgeschwommen. Und zwar ist hier ein ganz fieses Loch. Und ihr kommt zu einer anderen Stelle. Und dann ist hier irgendwie ein Stern sein. Moment, genau. Genau, jetzt haben wir auch den Stern. Und können zum Ziel. Mal gucken, ist das eigentlich das normale Ziel? Oder ist das sogar das Exit? Nee, das ist ein bisschen Exit. Moment, da ist sogar noch was. Ah! Assi. Stirb. Na. Jetzt stirbt er und wir kriegen ganz viele Münzen, aber die Münzen sind gar nicht bereit. Und da ist der nächste Assi. Bam. Stirb. Oh, und jetzt kriegen wir die Münzen. Wunderbar. Kriegen wir all die Münzen zurück, die Peach gelassen hat. Ah, und wir kommen hier raus. Okay. Ist auch noch was? Ist hier noch was? Pilz. Ja, den brauche ich natürlich nicht. Vielen Dank für gar nichts. Und wir kommen sogar an die obere Veranstaltung, was Peach nicht geschafft haben. Also, der geschafft hat. Also haben wir auch dieses Level zu 100%. Ja, schon. Den Stempel und die Coins. So. Also die eine Coin. Also Level zu 100%. Und wir kommen zum nächsten Level. Und zwar wäre das das hier. Welt 3.6. Bergpass-Sprint. Das war ja dieses Mario Kart Level und das sehen wir jetzt, wo die Coins sind. Okay, wir auch. Okay, Leute, wir hoffen, dass wir den Stern bekommen hier in Welt 3.6. Und zwar ist das ja der hier beim kleinen Assi. Ich hab mich verliest hier. Wir sind neu dort und wir haben ihn. Ja. Und jetzt haben wir aber auch den Stern. Hurra! So, wie soll man da hochkommen? Ah, okay, man kommt da mit dem Katzenanzug hoch und zack, können wir auch das Level hier beenden. Wir müssen es nur noch beenden und dann haben wir auch dieses Level hier zu 100%. Okay, ging doch schneller, als ich erwartet hatte.
Aber nun gut, wir haben das Level hier zu 100% geschafft. Traumhaft. Ah, das Level ging jetzt schön schnell. Vor allem mit Toad. Also mit Toad funktioniert das Level hier sehr klasse. Vor allem, dass er schon so schnell ist und dennoch den Speed dazu bekommt. Alter, das Level hat mit Toad wunderbar funktioniert. Also wenn ihr einen guten Charakter braucht für dieses Level, dann nehmt Toad. Damit haben wir auch Level 3, 6 tatsächlich zu 100% abgeschlossen. So, das nächste Level wäre dann das hier. Und zwar wäre das 3-7 hin und her beim Scheitertal. Und da hatten wir ja schon beim ersten Mal unsere Problemchen. Mal gucken, ob wir jetzt... Warum kann man das Vieh nicht töten? Okay, Leute, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Stern. Ich hoffe, wir überleben. Ja. Nein, hoch. Und jetzt den Stern. So, jetzt haben wir erstmal den Stern. Holen jetzt erstmal den Tanuki raus. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man zu dem Tempel kommt. Eigentlich ziemlich einfach. Man geht einfach lang. Und dann den Stempel einfach. Und dann hier rüber mit dem Tanuki. Und dann darüber. Und da zum Ziel. Hier runterspringen, Luigi. Und jetzt. Luigi hat es geschafft. I love you. I love you. Wir haben zwar noch einen Atem, aber das ist mir so scheißegal. Alter, krass. Einmal bin ich sogar hier noch gestorben und es ist die Kackbiene. Alter, und ey, die Bienen sind jetzt schon meine absoluten Hassgegner in diesem Kackspiel, ey. Oh, Freunde. Stempel und Stern. Im nächsten Part machen wir denn übrigens... Ich muss mal jetzt gucken, ob wir jetzt zur Zeit... nein. Ich will jetzt gucken, ob wir... Genau, und das hier 200% haben. New 3-3 fehlt uns halt noch. 3B fehlt uns noch. Da muss ich noch nachgucken, wo das ist. Und in Castle fehlt mir halt auch noch was. Okay. Dann fehlt uns nur noch das Castle. Und dann haben wir diese Welt ebenfalls zu 100%. Und wo der letzte Stern ist. Ne, der Stempel ist, das zeige ich euch jetzt. Okay, Leute. In Welt 3 Zug fehlt uns noch der Stempel. Und und zwar befindet er sich hier logischerweise. Und jetzt können wir auch das Level beenden. Moment. Und jetzt mache ich mal kurz noch den Boss. Bis gleich. So, Leute, jetzt haben wir das Level hier fast zu 100% geschafft. Einen Moment, jetzt sind wir nur noch zum Ziel. Haben zwar leider keine Items mehr, aber... Wir haben das Level zu 100% geschafft. Und das ist das Wichtigste. Juhu! Welt 3 zu 100%. Ja, so gut wie. Und natürlich Bombine oder Bambine oder keine Ahnung. Bambina, genau. Mal gucken, wer den Witz von euch versteht. Ah, egal. Diese Schokolade, das heißt ja auch Bambina. So, im nächsten Part werden wir dann Welt 3 zu 100% beenden, denn wir werden im Geisterschloss noch die drei Sterne und den Champ besuchen und werden uns in Welt 3 und werden versuchen, Welt 3b zu erreichen. Und dann geht es auch schon im nächsten Part weiter mit Welt 4. Also seid gespannt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.